da. Ah, danke schön. Ah! Und du Drecksack! Du Drecksack, du Dreckiger! Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmar und an meiner Seite begrüße ich den lieben Flo von For You. Servus! Und wir sind wieder bei Unravel 2. Jawohl, es geht weiter mit unserem Hüpfspiel mit den Wollemenschen. Wolle. Wo du Wolle? Ach, wieso springe ich eigentlich? Wenn du die ganze Arbeit machst, ist doch so viel leichter. Komm, do it, come on, do it. So, da müssen wir rüber. Mama, lass mich wieder fallen. Ah, schön, jetzt hab ich wieder den Faden in der Hand. Aua! Toll. Okay. Mit der nötigsten ich glaub das ja wohl nicht. Moment. So. Denk dran, ich sitz am längeren Faden. Hey! Ja, komm, gleich. Okay, okay. So. So, einmal noch springen und dann. Jawohl. Komm. Einmal Fuß. Ja, schau mal, wie du das jetzt machst. Ja. Oh. Ja. Moment. Nee. Wenn du nochmal so schwingst. Aua. Nee. Ja, Achtung, jetzt. Jetzt! Nee. Ah, was kannst du denn eigentlich? Nee, ich bin doch direkt da dran. Dann spring doch auf das andere, auf das in der Mitte. Mama. Ah ja. Fertig? Ja. Oh yeah. So. Ja, das wird, Mama. Schwing einfach, ich lass los. Ja, okay. Achtung. Flieg! Was war das? Ja, weiß ich nicht. Warum? Was war denn das? Warum nur? Ich weiß nicht, ich habe nichts gemacht. Warum er da jetzt auf einmal? Da ist er wahrscheinlich gerutscht, weil das. Das war bestimmt das Törtchen zum Mittag. Wahrscheinlich. Das Törtchen zum Mittag. Oh. Ah! Komm schon. So, okay. Wow! Ich hab dich. Ja, siehst du? Ach, du darfst. Ich glaube, ich weiß, woran es gelegen hat. Was? Es hat mich gerade nach unten gezogen und dann hat es mich nach oben gezogen. Also du musst versuchen, dann so ein bisschen im Gleichgewicht zu bleiben, wenn du einen hochziehst. Die Gravity. Jawohl, die Gravity. Ich dachte, ich spring schon mal gleich hier. Toll. 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 Ja. Toll mit Perwoll. Apropos, die sind so rein, die sind garantiert mit Perwoll gewaschen. Ja, wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich schon Perwoll gesponsert, das Spiel. So, sehr gut. So. Was ist mit mir passiert? Oh ja. Aber jetzt sind wir. Halt dich an meinem Schamhaar fest. Soll ich jetzt springen? Versuch mal, ob du klettern kannst! Okay. Nein! Oh Gott! Wir haben es doch eben auch hingekriegt. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Wir rutschen da weg, wenn wir da zusammen am einem Ding hängen. Okay. Naja. Ja! Sag mal länger vom Spiel. Gleich ganz hoch hinaus. Jawohl. Das war schon mal schön scheiße. Okay, haben wir vergessen. Oh Mann.
Hat's wenigstens wehgetan. Und wie? Aua. Ja. Alles verdient. Aua. Da lacht der Tricksack. So, jetzt kannst du gucken. Au, ich hänge an der Wand. Jetzt kannst du gucken, wie du langkommst. Bei mir sieht es wenigstens elegant aus, wenn ich das mache. Spring! Aua! Halt nochmal! Ey! Bleib mal locker! Aua! Nein! Oh. Das zwickt doch! Wie muss ich mich festhalten mit... Ah ja. Fertig? Ja. Bye bye. Ciao, ciao. So. Nein! Na komm, na komm. Na komm, kleiner Gefährte. So. Sehr schön, sehr schön. So. Ich lass mich wieder fallen. Okay. An manchen Tagen müsste ich einfach mal fallen lassen hier. Moment. Jawohl. Huhu. So. So. Und weiter geht's. Komm schön, mein Freund, komm. Wenn ihr übrigens denkt, wir wollen irgendwelche Geheimnisse lüften in dem Spiel, nehmen, wir wollen einfach nur durchkommen irgendwie durchs Leben. Ja, wir wollen diesen Quatsch endlich beenden, dass wir uns wieder trennen können. Aber echt. Danke schon, dass der Flo in die Pfalz kommen musste für dieses Projekt. Ja, das war bei Away Out eigentlich ganz gut, da mussten wir uns nicht sehen. Stimmt, ja. Oh. Sag ja zu Online-Koop. Und nicht so ein Couchkorb-Kram. Da muss man Flo wenigstens nicht riechen. Und ich sage euch, Leute. Und dich muss man nicht bei sehen. Bei diesen Temperaturen. Köpfchen unters Wasser. Ist da jetzt gut mal? Mann. So ein Spielkind. Ich komme nicht so oft dazu, dich zu tunken. Oh, gemacht. Ja. Markus. Und jetzt? Mach das doch mal richtig. Wie soll das gehen jetzt? Hui. Warum müssen... Oh! Ah. Oh. Glück gehabt. Aber echt. Hui. Oh. Mama, muss einer vielleicht noch ein bisschen weiter oder so? Weil es wird ja nicht reichen dahin, oder? Ja. Ah, doch. Jetzt reißt er der Eimer ab und dann kann ich für ewige 3 Tage hin. Ah! Jawohl, endlich. Endlich in Frieden. Ah, guck mal, da bin ich. Hallo, ich winke euch. Hallo. Ey. Oh. So, ja, so geht's natürlich auch. Und tschüss. Arschlecken.de. Ja, wie machst du das jetzt? Ha, oh nein. Siehst du mal. Oh yeah. Oh cool. Endlich. Ist ja geil. Ach du Scheiße. Sehr geil. Geil. Oh cool, jetzt geht's in Haus. Leuchtturm, würde ich jetzt sagen. Sehr nice. Absolutely. Der Leuchtturm. In dem wir unseren Weg wählen. Hup, wird geladen. Merp, merp. In dem wir unseren Weg wählen. In dem wir unseren Weg wählen. Ach, wir können uns trennen, endlich. Ach ja, hier. Neubeginn, aha. Schauen wir mal. Schauen wir mal, das sehen wir schon, gell? Passt schon.
Oh, it's magic. Magic moments. Ah, guck mal, da sind die Bilder wieder. Ja, ja. Electricity. Oh Gott. Es wirkt jetzt schon so kompliziert. Kapitel 2, Versteckspiel. Level abgeschlossen, gefundene Sammelobjekte. Aha. Ah, verdammt, ich bin in das Loch gesprungen. Versteckspiel. Kapitel 2. Wie viele Kapitel hatten das? Keine Spiel Ahnung. Eigentlich? Ich glaube 7. Ich habe was gehört von 7 Kapiteln. Und Gesellschaft sind. Keine Ahnung. Ich glaube von 7 Kapiteln habe ich was gehört. Ja, läuft. Haben wir schon das zweite. Oh yeah. Zweite Folge, zweites Kapitel. Ja, May. Der Teppich. Sind wir hier bei Dr. Strange oder was? Anscheinend. Oh, geil. Da ist ein Fleck auf dem Teppich. Was ist denn das? Na toll. Die hat bestimmt gerade PT gespielt. Meinst du? Ja. Mag einer mal die Frauen verstehen. Ah, wir können was machen. Ja. Warte mal, ich kann da hin. Wie war das nochmal mit dem Flug machen? Muss ich das gedrückt halten? Oder habe ich schon den Knoten gemacht jetzt? Sieh mal, jetzt. Nein, jetzt. Oder doch A. Ah. Jetzt können wir ihr helfen. Oder wie? Ah ja, okay. Jetzt müssen wir. Hä? Oh. Ah, okay. Ja, genau, schieb mal, du Sau. Dankeschön und tschüss. Und tschüss. Spring. Spring endlich. Vergiss nicht, dir die Wolle um den Hals zu binden. Du bist so gemein. Taube. Geh mal vor, die Taube. Du magst doch Tauben, oder? Blinde finde ich noch besser. Irgendwann einer reden. Ach du, guck mal, es reicht, wenn du einfach Kreis drückst, dann löst du den Knoten schon. Ah ja. Oh, ich muss erstmal wieder hier hochkommen. Ja, komm. Ich warte. Ja. Hä? Ja, warum komme ich da jetzt nicht hoch? Ah ja. Warte mal. So. Ah. Es hängt nur an dir. Lass mich doch. Okay. Dann lass ich dich eben. Warum? Hä? Warum zieht er sich jetzt nicht mehr hoch? Soll ich dir helfen? Du hast gesagt, ich soll dich lassen. Wie war denn das nochmal? Ach komm, ich helf dir. Nochmal. Ach so, okay. Sehr gut. Alter. Warte mal. Komm. Okay, ich komme. Ah, ja. So. Auf geht's, mein Freund. Da rein müssen wir. Jawohl. Oh yeah. So. Nein! Sehr gut.
Das klappt doch vorzüglich. Oh, das Zelt aber eigentlich das aus hier. Also. Oh. Ein bisschen musst du schon noch mal geben, gell? So. Ah! Jetzt wieder der Hunde. Wieso muss ich eigentlich hier ständig meine Skills beweisen und du läufst einfach hinterher? So in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Ach du Scheiße. Da hast du gerne den Vortritt. Okay. Alter. So. Ah, danke schön. Ah, du Drecksack wieder. So ein Arsch. Ja, so, genau. Dann haben wir Ausgleich. Ja, ich hätte gerade recht. Ah, sehr gut. Ah, ich konnte nicht widerstehen. Der bringt aber im Endeffekt hier jetzt gar nichts, oder? Doch. Das war nur eine Münze oder was? Ja, es war wahrscheinlich was zum Freischalten. Ah, okay. Wow. Wow. Oh. Was war das? Oh Gott. Ach, heute ist der Grüne dran. Sehr schön. Okay, da ist nichts. Wow. Jetzt, sie verstecken sich. Okay, wer kommt da jetzt? Ja, guck mal, der Junge war eben nicht dabei. Ja, der hat eher das Fenster doch aufgemacht. Ach, das habe ich eben nicht gesehen. Wer sind denn diese Leute? Sie tragen Anzüge, das sind die Bösen. Oh, wie bei Momo. Oh! Oh. Geh mal rein, das ist bestimmt nicht gefährlich. Ja, ja, natürlich. Komm, wir probieren uns mal aus. Wow! Okay. Das ist. Ja, das haben sie gesagt, dass. Ah, jetzt auch so. Die Funkenviecher, was das da sind, dass das jetzt so Art Gegner sind und die werden total unnötig. Ja, eigentlich schon, muss ich jetzt aber auch sagen. Die bräuchte man gar nicht. Im ersten Teil da waren das ja reale. Gefahren, wie Ratten oder. Krähen. Ja, das war. Ja, und selbst da waren es ja nicht wirklich Gegner. Gut, sie hätten dir. Ah, du bist so blöd, ey. Warte, bis wir den nächsten Stromkasten finden. Oh, Mann. Ich glaub das ja wohl nicht. Ja, gut. Du bist so blöd. Ja, ich glaub das ja wohl gar nicht. Das war Skill. Sehr gut. Kommt dieser Hunde? Also, nee. Okay. Europaletten, das haben wir gern. Europaletten. Ah! Kannst du da rüberspringen? Oh yeah! Alter, es war knapp. Komm hoch. Es war knapp, aber. Oh, wie mach ich mal mit der Faden? Achso, ja. Der macht sich natürlich der einfachste Weg. Du ja. Drecksack! Du Drecksack! Ja. Endlich! Oh, frei! Oh, Mann. Nein! 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 Oh Gott! Komm hoch mit dir! Komm schon mal hoch! Hoch mit dir! Also. Wow. Wow, fuck, scheiße. Sind wir wenigstens jetzt wieder auf dem Auto drauf? Ach, ja, Gott sei Dank. Woo!
Komm, fall runter, Physik. So. Oh Gott. Ah. So, wie machen wir das? Ah ja, ich hab eine Idee. Schwing. Dai. Ding. Ah. Sehr gut. Ah ja, nur da. Aber... Ah. Andere Richtung, glaube ich. Aber das kann man auch schieben. Aber da müssen wir... Das muss nach links, rechts quasi. Ah ja. Und das muss, ja. Würde ich so sagen, oder? Jo, macht Sinn. Ja, passt. Ach, gut. Sehr geil. Auf jeden Fall. So. Und schnell rüberspringen in der unteren Zaun durch. So. Verdammt. Wow. Ah, nein. So, kann man ja gar nicht. Hä? Jetzt? So. Hinne, das ist bestimmt für so, sagen wir's, um die Fäde zu spannen, weil du Ober ist bestimmte Geheimnis oder so. Meinst du? Oh, könnte ich mir vorstellen. Oh, guck mal. Du gehst siehst. Ja, ins Gesicht gespritzt. So hast du es doch am liebsten. Hör mal, das sind deine gefiederten Freunde, Markus. Ach, guck mal da. Was? Im Hintergrund, unter der Brücke. Oh, okay, wieder eine Erinnerung. Cool. Joa. Ah ja. Wir könnten ja auch einfach um den Tisch herumlaufen, aber so ist es spaßiger. Absolut. Verdammt. Genau. Ah. Sehr schön. Batsch. Jetzt bist du wenigstens da, wo du hingehörst, in der Recycle-Tonne. Du bist so witzig. Ich weiß. Du bist so... Toll. Bleibst du da? Oh, eine Halfpipe. Okay. Okay, cool. Ah, ich hab's drauf, Leute. Ich hab's drauf. Komm, du kommst da schon rüber. Ah. Ach, du bist so doof, ey. Bist du so doof, aus, um den Bus zu winken. Da. Au, au. Au, 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 au. Oh yeah. Hilfe. So. Ah. 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 In die Fresse, in die Fresse. Ah, okay. Okay, okay. Okay. Das wird, glaube ich, so nix. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das mit dem Schieben war eigentlich eine gute Idee. Ja, eigentlich schon, ne? So, aber ich würde sagen, da, wo wir jetzt die Halfpipe jetzt erledigt haben, ne? Es war krasse Action, like Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk. In der Woll-Edition. Ja, das soll es aber mal wieder gewesen sein von Unravel 2. Lieber Flo, hast du noch was auf dem Herzen? Ja, ich habe den Beat im Blut. Schau mal auf meine Figur. Oh yeah. Oh yeah. Ja, das war's auf jeden Fall für Unravel 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Könnt auch was in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.